Eva Bulling-Schröter hat für die Fraktion Die Linke das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Eigentlich hätten ja die Industrierabatte beim Ökostrom zurückgefahren werden sollen. So hieß es vor gut einem Jahr, kurz vor der EEG-Reform 2014. Damals hatte EU-Kommissar Almunia wegen der Industrieprivilegien das ganze EEG als unerlaubte Beihilfe in Frage gestellt. Gabriel und Almunia einigten sich dann schließlich. Aber das Ergebnis war eine böse Überraschung. Die Industrieprivilegien sind nicht beschränkt, sondern sogar noch ausgeweitet worden. Zum Tausch wurde das EEG geflattert. Ausschreibungen für die Erneuerbaren ohne Not schon ab 2017 und die Pflicht zur Direktvermarktung. So wurde im EEG quasi seine eigene Abschaffung festgelegt. Und ich finde, das war ein zu hoher Preis. Aber die Industrie sollte ja um jeden Preis ihre Vorteile behalten. 90% des produzierenden Gewerbes können heute Anträge stellen. Wer 4 bis 10% Handel mit dem Ausland treibt und als stromintensiv gilt, bekommt bei der EEG-Umlage Rabatte. Die so privilegierten Hersteller können also mit staatlicher Unterstützung diejenigen Hersteller niederkonkurrieren, die nur für das Inland produzieren. Für gerecht halte ich das nicht. Die 4,8 Milliarden Euro Industrieentlastung werden von den übrigen Verbraucherinnen und Verbrauchern gestemmt. Ein Sozialprogramm für die Industrie sondersgleichen, auch hier an dieser Stelle. Man hätte die EEG-Reform nutzen können, um die Industrieprivilegien auf ein sinnvolles Maß zurückzustutzen, aber auch das haben wir x-mal diskutiert. Und es ist eben total versäumt worden. Stattdessen halten immer mehr Branchen die Hand auf, nun auch die Hersteller von Türklinken und Armaturen und allerlei Stanz- und Prägeteilen. Sigmar Gabriel wird die Geister, die er selber rief, nicht mehr los. Und es ist nur gerecht, wenn die dann auch was fordern und bekommen. Hunderttausende Arbeitsplätze in der energieintensiven Industrie seien sonst gefährdet, so redete Gabriel damals. Wenn jemand mit 100.000 Arbeitsplätzen argumentiert, dann finde ich, sollte man immer sehr hellhörig sein. Allmählich muss man sich schon fragen, ob nicht auch die Existenz der energieintensiven Friseurbetriebe, die familiengeführten Kleinstbäckereien und gefährdet sind, weil sie den Strompreis vielleicht nicht zahlen können. Und wie soll man das dann rechtfertigen, dass sie keine Privilegien bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen? Ja, just in diesen Tagen fliegen Minister Gabriel wieder angeblich hunderttausende Arbeitsplätze um die Ohren. Diesmal mobilisieren Kohlelobby, IG, BCE und Verdi. Auch dies sind, sage ich, die Geister, die der Minister selber rief. Wenn morgen hier in Berlin von den Gewerkschaften mit der angeblichen Gefährdung von 100.000 Arbeitsplätzen Stimmungsmache gegen die Klimaabgabe gemacht wird, ist das genauso schief wie damals Gabriels Arbeitsplatzzahlen bei der energieintensiven Industrie. Der Klimabeitrag ist eine notwendige Abgabe für die dreckigsten und ältesten Kohlemeiler, um einen bescheidenen Beitrag dazu zu leisten, die Klimakatastrophe aufzuhalten. Und die trifft uns dann alle. Die Mobilisierung der Kohlelobby gegen den Klimabeitrag ist auch umso absurder, wenn man weiß, dass auch die Braunkohletagebaue nach wie vor weiter privilegiert sind. Sie sind aufgrund von Eigenverbrauch komplett von der EEG-Umlage befreit. Und das sind jährlich hunderte Millionen Euro Subventionen in für die klimaschädlichste Form der Stromerzeugung. Und das ist schlicht unfassbar. Nichtsdestotrotz ist klar, wir müssen für alternative Arbeitsplätze sorgen. Ich verstehe die Probleme der Kolleginnen und Kollegen und der Sorgen. Und da müssen wir wirklich was tun und ihnen auch die Ängste nehmen. Das ist klar, um das hier noch mal klar und deutlich zu sagen. Für die CDU